Ja, es ist der 9. Oktober 2019. Ich bin hier an dem Windrad in Rohrwetz und versuche jetzt die Leine, die jetzt über dem Windrad fliegen, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hier kommen sie vom Bild vorbei, 10, 11, hier ist jetzt richtig was los. Die sammeln sich hier. Also es ist unfassbar, was hier abgeht. Alle sind jetzt um das Windrad rum. Also was das für einen Sinn hat, also vor dem Windrad jetzt, ne? Sieht vielleicht so ein bisschen wild aus, aber ich hoffe, es wird keiner erwischt, ne? Ja, das ist noch wirklich Wahnsinn. Guckt sich das einer an hier. Das sind ja weit über 10, das sind ja 15. Kann man fast ja nicht glauben. Ne? Kann man nicht glauben. Also ich immer näher ran, also es dreht sich hier in der Tat um Melane, ne? Nicht um irgendwie. Es ist kein anderer Vogel bei. Ja. Das muss man sich mal ansehen. Und das ist jetzt nicht nur eine einmalige Nummer, seit ein paar Tagen schon, ne? Fliegen die Vögel da. Nicht nur da, auch bei uns über den Hof. Aber ich mache immer meine Runden, manchmal ist, warum diese Zeiten etwa kommen sind. Wo sind sie da? Sich das an. Man sieht die Flügel links und da ist, das sind 20 und noch mehr. Ich habe das noch nie gesehen. Das ist ein Naturschauspiel. Die sammeln sich, glaube ich. Und dann geht es ab in den Süden oder so. Aber das ist ja. Ich könnte noch vieles anderes sagen, aber ich sage lieber nichts mehr. Die sind aber jetzt nicht irgendwie die. Das ist. Irgendwie kommunizieren die, hätte ich fast gesagt. Und sie sprechen sich ab, wann sie losstarten und wann die Reise in den Süden vonstatten geht. Das ist unglaublich. Das hört ja nicht mehr auf. Ich gehe nochmal näher ran, ich gehe nur nochmal weg. So, ich gehe nochmal näher ran. Das sind wir lernen. Ganz klar. Der Hof von uns ist anderthalb Kilometer rechts runter. Und da schwirren die auch manchmal so zu 15, 18 Stück rum. Das sind ja, ach, fast zwei Dutzend. Das ist wirklich ein. Ich freue mich, so viele Melane wieder hier zu sehen. Es waren früher schon viele. Aber wie sie jetzt hier so. Das ist ein Gebiet, die mögen die Landschaft hier. Und ich darf mir nicht ausmalen, wenn hier noch hier in der Ecke rundherum noch vier große Windräder hinkommen sollen. Das wäre ein Verbrechen an der Natur.
Sie sind es jetzt nicht. Sie beobachten sich, sie sehen auch das Intrat und können da ausweichen. Sie sind nicht am Jagen, sie sind sich am Sammeln und wissen genau, was los ist. Aber wenn sie jagen und nach Beute auf der Wiese suchen dann, und kommen in den Sog rein, dann sieht es anders aus. Da muss man herangehen. Einfach toll. Diese schönen Vögel. Da zu sehen. Da oben auch noch. Ja. Oberhalb. Versuche mal, ein Foto zu machen, wenn mir das gelingt. Ich mache mal hier aus.